Hallo, ich bin Kotaro Yuga. Der, der die Anfrage gestellt hat. Vielleicht kennen Sie mich auch unter dem Namen Hinata. Oh ja, danke, dass Sie gekommen sind. Bitte setzen Sie sich. In Ihrer Anfrage stand etwas von einer Falle. Ja, das stimmt. Das ist nicht alles. Das ist nicht einfach. Lassen Sie sich Zeit. Elende Scheiße! Boah! Scheiße! Hallo. Alles okay? Vielleicht sollten Sie kurz rausgehen und durchatmen. Tut mir leid, ich werde einfach immer so wütend, wenn ich an diese Frau denke. Sie müssen mir schon sagen, was passiert ist, wenn ich Ihnen helfen soll. Sie kennen mich nicht, oder? Ich bin eigentlich ein Stand-Up-Comedian. Ich hatte alles. Ich war jung, gut aussehend, witzig. Auf der Karriereleiter ging es für mich nur nach oben. Aber jetzt nehme ich mir eine Auszeit. Und ich weiß nicht mal, ob ich wieder anfangen soll. Mhm. Diese Auszeit hat damit zu tun, warum Sie hier sind, nehme ich an. In dieser Woche war mein Gesicht auf allen möglichen Boulevardzeitungen zu sehen. Ich nehme an, Sie waren in einem Skandal verwickelt. Ja, diese Schundheftchen behaupten, ich hätte eine Minderjährige abgefüllt und sie dann ausgenutzt. Hier, sehen Sie selbst. Also war das Mädchen minderjährig? Damit trifft sie die volle Schuld. Da gibt's nichts zu rütteln. Nein, Sie verstehen das nicht. Sie sagte, sie wäre 22. Also hat sie gelogen, was ihr Alter anging? Sie meinte, wir wären etwa gleich alt. Und dann sind wir uns näher gekommen. Es lief gut, sie hat mir gefallen und dann haben sie mit ihr geschlafen. Das war das Mädchen Asuka Hachitani. Die Sache hat mich karrieretechnisch ins Aus befördert. Ich kann nicht auftreten und musste meine Agentur entschädigen. Obendrein werde ich, wo ich gehe und stehe, noch von Paparazzi und Journalisten verfolgt. Das ist furchtbar. Okay, aber können wir dahin zurückkommen, dass sie ein falsches Alter angegeben hat? Das ist der Knackpunkt. Ja, ich dachte, ich würde zum Zug kommen, aber der Zug hat mich überrollt. Eine klassische Honigfalle. Echt mies, Mann. Im Internet heiße ich nur noch Honigfallen-Hinata oder Honata. Es stimmt, was Sie sagen. Wer sich von einem Knastköder ködern lässt, landet gleich im Knast. Ah. Niemand sagt sowas. Na schön. Ich denke, ich bin jetzt im Bilde. Aber ich brauche mehr Einzelheiten, Honata. Ich heiße Hinata! Oh, ja, tut mir leid. Das geht einfach zu leicht von der Zunge. Dieses Mädchen, mit dem sie geschlafen haben, Hachitana-san. Die Frau, die sie in die Falle gelockt hat. Sind Sie sicher, dass sie behauptet hat, 22 Jahre alt zu sein? Ja, ich bin doch kein Idiot. Ich habe sie nach ihrem Alter gefragt, noch bevor wir mit dem ersten Drink fertig waren. Ich habe sie sogar gebeten, mit mir ihren Führerschein zu zeigen. All die Zeitschriften sagen recht deutlich, dass sie minderjährig ist. Da passt was nicht zusammen. Ich weiß. Ich verstehe das alles einfach nicht. Ich weiß, was ich auf ihrem Führerschein gesehen habe. Irgendwas passt da nicht zusammen. Das wäre unser erster Anhaltspunkt. Können Sie mir mehr über den Tag erzählen, an dem Sie sie getroffen haben? Sicher. Ich war gerade mit meinen Aufnahmen fertig und wollte mit einem Co-Star einen trinken gehen. Sein Name ist Kotatsu Higurashi. Er ist auch ein Comedian. Etwa in meinem Alter. Wir sind gute Freunde. Ja, von wegen gute Freunde. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Oh, ich müsste ein Foto von ihm haben. Ja, das ist hier. Kotatsu meint, er hätte eine gute Idee für diesen Abend. Also sind wir in einen Laden namens Bantam gegangen. Ah, Bantam. Das sagt mir was. Aber als wir dort angekommen sind, meinte Kotatsu,
dass es langweilig wäre, wenn zwei Typen alleine trinken. Ich meine, mir macht das nichts aus, aber er sagt, er würde ein Mädchen anrufen, das er neulich kennengelernt hat. Und sie ist das besagte Mädchen? Ja, Asuka Hachitana. Hachitani. Offenbar haben sie sich bei einem Gruppen-Blind-Date getroffen. Also waren sie an diesem Abend zu dritt. Ja, aber wo ich darüber nachdenke, fällt mir auf, dass sie ihn abgefüllt hat. Er hat sich recht früh ein Taxi genommen. Also waren nur noch wir zwei übrig. Und wie ich sagte, ist es heiß zwischen uns geworden. Sie hat getrunken, mich berührt und ich bin in Stimmung gekommen. Ich schätze, das hört sich wie das perfekte Vorspieler für das an, was sie zu mir gebracht hat. Ja, eins kam zum anderen und wir gingen dann in ein Hotel. Kotatsu ist deshalb auch ziemlich aufgebracht. Er ist der Einzige, der auf meiner Seite steht. Er wollte sogar einen Teil der Schuld auf sich nehmen. Verstehe. Ich glaube, jetzt verstehe ich wenigstens, wie es dazu gekommen ist. Aber was genau erhoffen sie sich von mir? Yagami-san, ich möchte, dass Sie Beweise dafür finden, dass ich hereingelegt wurde. Und wenn es Ihnen gelingt, würde ich es dieser Frau gerne heimzahlen. Ich zahle Ihnen 150.000 Yen. Beweise finden und sich rächen will er. Es könnte ziemlich knackig werden. Und ich muss sicherstellen, dass es wirklich eine Falle war. Hi. Na schön, ich habe gehört, was für den Anfang nötig ist. Denke ich. Ich kann nichts versprechen, aber ich nehme den Fall an. Vielen Dank, mein Herr. Ich rufe Sie an, sobald ich Fortschritte gemacht habe. Sie sind meine einzige Hoffnung, Mann. Dann lasse ich Sie mal arbeiten. Als erstes muss ich diese Frau finden, Hachitani. Vielleicht komme ich im Bantam an ein paar Hinweise. いらっしゃいませ。 ありがとうございました。 Gehen wir erstmal hier hin. Ich brauche Items. Thank you.
Irasshaimase. ありがとうございました。 Hey, kann ich Sie etwas fragen? Kennen Sie diese Frau? Oh, ja. Das ist Asuka Hachitana. Hachitani. Sie kennen sie? Ja. Ich bin Journalist. Ich nehme an, Sie folgen auch der Story von Honigfallen Hinata? Ja, so in etwa. Aber ich trete bisher noch auf der Stelle. Was für ein Glück, dass sie auf mich treffen. Ich heiße Hiranuma. Ich bin auch dabei, alles über Honata herauszufinden. Yagami ist. Yagami, mein Name. Haben Sie irgendwelche brauchbaren Ansätze? Bisher noch nicht. Ich habe zwar den Chatter-Account der Dame aufspüren können, aber sie ist ziemlich vorsichtig. Hat nichts von dem Vorfall gepostet. Chatter, Vielleicht kann ich es benutzen, um sie ausfindig zu machen. Hallo. Ich frage nur ungern. Würden Sie Ihr Profil mit mir teilen? Sicher, aber nicht umsonst. Wie viel? Tja, mal sehen. Ich bin heute großzügig, also machen wir einen Handel draus. Wenn Sie auf etwas Brauchbares stoßen, rufen Sie mich an. Wirklich? Sind Sie sich da sicher? Sagen wir, es ist ein Bündnis. Und in unserem Bündnis kann man Verbündete gebrauchen, richtig? Ich hätte mich wirklich für einen Journalisten. Hier, Ihr Profilname und Ihre Nummer. Damit helfen Sie mir sehr, vielen Dank. Aber denken Sie daran, mich anzurufen, falls Sie was rausfinden, okay? Ah. Mach ich. Das sollte ich mir gleich genau ansehen. Scheint sofort über etwas zu posten, nachdem sie damit fertig ist. Der letzte Post ist auch gar nicht so lange her. Ob ich sie so aufspüren kann? Vor 5 Minuten in der Nähe eines Gyodons-Restaurants.
Frage, wer bietet Gyo dann an? Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wo es Gyodon gibt. Toll, jetzt muss ich am besten das zurückverfolgen. Also sie war auf jeden Fall ein Don Quixote. Filmtrailer vor einem Ramen-Restaurant. Und wer verkauft Ramen? Ah! Vom Namen erkennt man das so gar nicht. Kanurai, oder? Nee. Ja, genau, hier lang. Ich werde schon noch so treffen. Oh, das sind so vage Ausdrücke. Gehen wir mal dahin. Ein Zwiebelring. Ich war 8 Minuten in der Nähe eines Sexshops gewesen. Ich hab keinen Plan! Wo soll ich wissen, wo es Zwiebelringe gibt? Soll ich jetzt hier das Restaurant abklappern oder was?
Aber wie ich sowas hasse. Solche. Ah. Alles klar, Mario, dann wünsche ich dir eine gute Nacht und danke, dass du da warst. Hätte ich jemals darauf kommen sollen, dass es da ist. Ganz ehrlich. Die läuft in, was weiß ich, 2, 3 Minuten läuft die quer durch die Stadt. Bitte was? Du wollt mich doch verarschen. Sollte es normalerweise sein. Denn hier gibt es Zwiebelringe. Holy Almighty. Arigatou gozaimashita. Ach, wo soll sie? Oh, willkommen, Herr Gamistan. Bitte machen Sie es doch gemütlich. Oh, und lassen Sie mich wissen, wenn Ihnen noch so ein toller Plan einfällt. Aha, hier geht's ja auch noch hoch. Bin ich pünktlich? Sieht irgendwer hier aus wie Hachitani? Wir sind 3 junge Frauen. Hachitanis äußerliche Merkmale sind, ich muss die Gesichter der Frauen sorgfältig betrachten, bevor ich auf sie zugehe. Nanda.
glaube, ich habe sie schon gefunden. Hm? Diese Person passt nicht ins Profil. Aber ich will sie erstmal abchecken. Diese Person passt nicht ins Profil. Die falsche. Das ist komisch. Keine der Frauen trifft vollkommen auf ihre Beschreibung zu. Diese Frau mit der Brille sieht definitiv anders aus. Die blonde Frau geht, aber die Frau mit dem Muttermal unter ihrem Auge ist noch da. Soll ich der blonden Frau folgen? Und die Frau mit dem Muttermal unter dem Auge, und gesehen von ihrem Haaren, passt ihr Äußeres. Aber Haare lassen sich mit einer Perücke leicht austauschen. Die Chancen stehen gut, dass diese Frau Hachitani ist. Hallo, Kukun? Ja, ich bin gerade im Bett der Kitchen. Kukun? Ist das ein Typ? Was? Wirklich? Ja, natürlich will ich dich sehen. Hm? Nein, wie immer. Was? Du magst mich blond? Yes. Bingo. Ich wusste, dass das eine Perücke ist. Alles klar, bin gleich da. Trifft sie sich mit ihrem Freund? Aber sie hat mit Hinata-san geschlafen, also... Naja, das beweist nicht, dass sie meine Falle gestellt hat. Aber es wirft jedenfalls kein gutes Licht auf sie. Ich muss sehen, wohin das führt. Vermutlich sollte ich mich an sie heranhängen.
geschafft. Dieser Typ. Ist das nicht... Warum ist sie mit ihm unterwegs? Diese Unterhaltung sollte ich lieber aufnehmen. Nee. Wie läuft die Honigfallen-Hinata-Sache? Hört sich ja wie ein richtiges Fiasko an. Ja, er ist total niedergeschlagen. Ich glaube, die Agentur wird ihn bald feuern. Hehe. Hört sich an, als würdest du bald im Rampenlicht stehen, Kotatsu-kun. Ja, dieser Penner wurde mir in letzter Zeit zu arrogant. Er hat es nicht anders verdient. Was für ein Idiot. Er ist geradewegs in die Falle getappt. Er hatte absolut keine Ahnung, wie alt du bist. Du hättest sein Gesicht sehen sollen, als er es rausgefunden hat. Oh Mann, ich wette, das war zum Brüllen. Wow, das läuft besser als erwartet. Am besten, ich mache gleich noch ein Foto. Zur Sicherheit. Boah. Hey, ihr zwei. Hört sich an, als wärt ihr in letzter Zeit richtig beschäftigt gewesen. Oi, oi. Entschuldigung. Du hast eine Honigfalle mit deiner eigenen Freundin inszeniert. Ein richtiger Mistkerl bist du, oder? Wer zur Hölle bist du? Tut nichts zur Sache, aber nur damit du es weißt. Ich habe eure Unterhaltung auf Band. Ganz zu schweigen von dem Foto, auf dem du dich mit einer Minderjährigen vergnügst. Was? Ich wette, es gibt einige Magazine, die für so einen Schnappschuss richtig viel springen lassen würden. Wenn ich also an eurer Stelle wäre, würde ich ganz schnell mit der Wahrheit herausrücken. Du Bastard! Niemand erpresst mich, ich bring dich um! Ich würde dir nicht empfehlen, das zu versuchen. Ich habe einen schwarzen Gürtel in Karate, du Saftsack. Dir wird es leid tun, mich unterschätzt zu haben. Wo ist denn der schwarzer Gürtel, hä? Schwarzer Gürtel am Arsch! Na? Na, was? Du kannst ja gar nichts! War so klar, dass das ein Arsch ist. Die Schmerzen, die du gerade spürst, kommen nicht an das ran, was Hinata-san fühlen wird, wenn er hiervon erfährt. Verdammt! Was sollte dieses Gelaber von einem schwarzen Gürtel? Ziemlich erbärmlich. Was willst du von mir? Die Wahrheit. In Anbetracht der Lage, in der du dich befindest, willst du bestimmt nicht als seine Komplizin gelten. Also raus damit. Kotatsu hat mich darum gebeten. Hat er das? Er war eifersüchtig auf Hinatas Erfolge. Also meinte er, wir könnten ihm eine Falle stellen und Geld daraus schlagen. Die ganze Sache war seine Idee. Also war das Geld überzeugend genug, um mit einem anderen Mann zu schlafen? Von wie viel Wahl reden wir? Die Zeitschriften haben für die Geschichte viel springen lassen. Und Hinatas Agentur auch. Etwa 5 Millionen. 5 Millionen? Für eine Minderjährige ist das vermutlich viel. Ziemlich viel. Ich bin nicht minderjährig. Ach ja, dachte ich mir schon. Wie alt bist du wirklich? Ich bin 22. Also hast du die ganze Zeit gelogen, was dein Alter angeht? Aber wie hast du die Zeitschriften überzeugt? Ich habe vorgegeben, meine kleine Schwester zu sein und habe ihnen ihren Schulausweis gezeigt. Den Namen von Minderjährigen veröffentlichen sie in solchen Magazinen nicht. Also hat es funktioniert. Aha. Also hat deine arme Schwester jetzt auch noch den Ruf, mit einem Typen geschlafen zu haben, den sie nicht kennt? Sie haben ihren Namen nicht veröffentlicht. Das betrifft sie also gar nicht. Hört sich an, als hättest du noch eine Story zu verkaufen, Hachitani-san. Was? Aber du wirst sagen, dass Higurashi hier dich dazu gezwungen hat, aber dein Gewissen hat dir keine Ruhe gelassen. Aber damit würde ich Kotatsu betrügen. Das würdest du. Aber hast du mal darüber nachgedacht, wie viel Geld du dafür kriegen würdest? Oh,
Ja, das mache ich genauso. Sehr stilvoll. Oh, Hiranuma-san. Ich wollte Ihnen dafür danken, dass Sie mir diesen Tipp gegeben haben. Oh, hey. Haben Sie irgendwas rausgefunden? Oh ja. Und zwar alles. Ach ja? Erzählen Sie weiter. Ich würde sagen, die Öffentlichkeit und die Medien können sich auf eine schockierende Enthüllung vorbereiten. Und ich habe sowohl Beweise als auch eine Zeugin. Also sind Sie interessiert? Und wie? Raus damit! Wasserküttler, Masch ist ja eklig. Die Kurzversion, Higurashi hat dich dazu gezwungen, Hinata diese Falle zu stellen. Stimmt das? Ja, das ist die ganze Geschichte. Cool. Unfassbar. Yagami-san, sind Sie sicher, dass Sie mir diese Story überlassen wollen? Ja, ist in Ordnung. Ich bin ja nicht mal ein Journalist. Hm? Tut mir leid, dass ich gelogen habe, aber ich bin ein Detektiv aus der Nähe. Ich wollte Sie nicht austricksen. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Naja, so hat es immerhin zu einer überraschenden Wendung getaucht. Ich freue mich schon auf Ihren Artikel. Überlassen Sie das nur mir. Ich flitze gleich zurück ins Büro und setze mich dran. Sehr schön. Und Yagami-san, wenn Sie noch mehr solche Stories haben, bitte rufen Sie mich an. Dafür gebe ich Ihnen meine Infos. Erst geben, dann nehmen, richtig? Ganz genau. Man sieht sich. Ich muss sagen, Kotatsus Pressekonferenz war richtig befriedigend. Ich höre, legt er auf unbestimmte Zeit eine Karrierepause ein. Ja, sein Ding als Comedian war es immer, unvermittelt auszurasten, aber diesmal hat er geheult wie ein Baby. Und dank Ihnen werde ich selbst bald wieder auf der Bühne stehen. Glückwunsch. Das habe ich alles Ihnen zu verdanken, ja gar nicht sagen. Ich stehe auf ewig in Ihrer Schuld. Ivo, ich bin nur der Wahrheit gefolgt. Ach was, ich schulde Ihnen zumindest einen Drink. Sicher, aber wäre es nicht langweilig, wenn zwei Typen allein trinken gehen? Vielleicht sollten wir ein Mädel dazu holen. Junge, verschon mich damit. Haha, das war zu verlockend, Mann. Man sieht sich. Yeah.